Hey meine Lieben, heute geht es darum, euch ein Lebenszeichen von mir zu geben und ein paar Sachen zu beantworten, die einige gefragt haben, bevor es dann beim nächsten Mal wieder zu einem richtigen Fall kommt. Vielmehr zum zweiten Teil vom Tommy. Ja, wen das nicht interessiert, der wartet eben bis zum nächsten Video. Alle anderen, ich freue mich, dass ihr bleibt. Ich gebe euch jetzt ein Update und ja, wünsche euch allen schon mal ein frohes Neues. Und das ist ja das erste Video im neuen Jahr. Und ich hoffe, alles ist bei euch gut und ihr seid gut reingekommen und alle sind gesund. Schreibt es mir doch in die Kommentare, wie euer Silvester war. So, meine Lieben, wir sehen uns gleich. Hey meine Lieben, wie ihr seht, nutze ich die Zeit hier auch mit meinem Katzenpullover. Da kann man sogar die Gracie reinstecken zum Schmusen und Spielen, weil ich jetzt die Zeit extra fürs Video genommen habe. Und ihr Lieben, ihr habt es ja schon gehört, ich musste das Video nochmal neu machen, das ist die zweite. Und beim Tommy-Video kommt dann die dritte, weil ich das da auch, ich sag mal, nochmal neu machen musste. Weil ich so viel hätte rausnehmen müssen, das wäre nicht mehr schön gewesen. und es ist mir halt wichtig, dass ich keine Abmahnung bekomme oder meine Videos gelöscht werden. Viele von euch kennen das vielleicht. So, jetzt will sie nicht mehr. Ich packe sie runter. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört. Ja, einige kennen das auch, dass ja einige YouTuber Probleme haben. Hier war es jetzt bei diesem Video, dass ich mich politisch geäußert habe. Und naja, ich kann nicht drauf eingehen, weil dann wird vielleicht wieder ein Riegel vorgeschoben. Und leider konnte ich ja nicht vorproduzieren, weil das war wirklich eine spontane Idee, dass ich gesagt habe, komm, ich mache jetzt schnell ein Video zu Silvester und gebe ein Update, weil da muss ich nicht jedem antworten. Und ihr wisst, was bei mir los ist und macht euch quasi keine Sorgen. Jetzt mache ich das auch ein bisschen frei, ohne Drehbuch. Ich hoffe, das ist okay. Und ich verspreche mich nicht zu oft und es wird nicht zu langweilig für euch. Ja, ich danke euch von Herzen für eure Zeit, denn Zeit ist was ganz Kostbares in der heutigen Welt. Und natürlich auch für euren Zuspruch, eure Unterstützung. Ihr seid großartig, wirklich. Und natürlich auch, dass ihr nicht wegschaut bei Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung. Denn das wird unser Jahr. Es reicht schon, wenn wir nur ein Kind gerettet haben. Dann hat sich das alles bezahlt gemacht und war jede Mühe wert. Also, vergesst nicht, seht ihr etwas, sagt etwas. Hört ihr etwas, meldet es. Oder auch wenn ihr es wisst, meldet es. Macht euch bitte nicht zu Mittätern, indem ihr nicht handelt. Auch im, ich sag mal, familiären Bereich, bitte. Ganz unter unserem neuen Motto, die Crime Cats zeigen den Tätern die Krallen im Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung. Ich hoffe, das neue Kanalmotto gefällt euch. Und ebenso natürlich wie das andere Kanalmotto, was ich mir überlegt hatte für die Weihnachtszeit und Ostern, schenkt euren Kindern ein gewaltfreies Fest. Denn Liebe kann sich jeder leisten, wirklich. Sagt mir eure Meinung, ist das okay für euch mit unseren Mottos? Weil das ist ja nicht nur mein Kanal, es ist ja auch eurer. Der lebt nur durch euch. Also vielen, vielen lieben Dank. Besonders, dass ihr mir auch nachseht, dass ich beruflich jetzt nochmal eine Veränderung mache. Und das mache ich ja auch mit für den Kanal. Weil leider muss ich ja alles selber finanzieren. Das ist auch nicht schlimm. Ich frage auch keinen mehr, ob er mich unterstützt. Wer es will, super, danke. Denn die größte Unterstützung für mich ist immer, dass ihr ein Abo abschließt, meine Reichweite erhöht, dass ihr nicht wegseht und ja, dass ihr so da seid für mich, wie es im Moment seid. Wirklich, ihr, wie gesagt, ihr seid toll.
Schreibt mir auch gerne weiter Kommentare. Ich werde alles lesen, kann aber wirklich nicht alles beantworten. Das tut mir total leid. Denn ich hätte lieber mehr Reichweite als finanzielle Unterstützung. Es geht ja nicht um mich, es geht ja um den Kanal. Und mit dem neuen Job, wie gesagt, kann ich die Nebenkosten ja finanzieren. Und es reicht mir eine Arbeitsstelle. Also wirklich. Ich habe jetzt auch einen Bereich gewählt. Ja, wie war euer Silvester? Ich war früh wach. Ich habe sogar noch gelernt an dem Tag, weil wir machen zwischendurch immer Prüfungen und momentan würde ich die Prüfung nicht bestehen. Also muss ich noch extrem daran arbeiten, weil das wirklich umfassend ist und viel Stoff. Aber ich schaffe das schon, denn ich habe ja auch leider, ja, ich war krank, das habt ihr bestimmt mitbekommen. Ich wurde operiert und ich hatte mal wieder Zysten im Kiefer, die mussten rausgeholt werden und ein Implantat. Ich habe da immer so ein Pech. Deswegen entschuldigt, viele sagen ja, meine Aussprache ist nicht so gut bei bestimmten Wörtern. Ich kann nichts dafür, wirklich. Wäre ich jetzt reich, wie manch anderer, würde ich mir natürlich etwas viel Besseres leisten können, kann ich aber nicht. Ich bin wie ihr mit der Kasse versichert und man muss ja alles selber zahlen. Und ihr glaubt nicht, wie viel Geld ich da schon reingesteckt habe. Habe ich natürlich gerne gemacht, es ist mir wichtig, denn so wie ich vorsorge, da dürfte eigentlich gar nichts sein. Aber wie mein Zahnarzt sagt, das ist auch mit der Genetik hat das was zu tun. Ich habe halt Pech, weil ich habe wirklich bis zum letzten versucht, meine Zähne zu retten. Wurzelspitzenresektion und hast du nicht gesehen. Und es endete immer dann doch mit einer Zyste und ja, es musste wieder aufgeschnitten werden. Ich kann gar nicht mehr erzählen, wie oft mein Kiefer aufgeschnitten wurde. Und diesmal sogar oben und unten. Das hieß, ich konnte nicht gut reden und auch nicht gut essen. Ja, das ist nun mal so. Aber ich will nicht jammern. Es geht vielen von euch noch viel, viel schlechter. Aber dadurch, dass ich dann in den Wartezimmer die ganze Zeit sitzen musste, habe ich mich dann auch noch angesteckt. Anscheinend irgendwo, ich hatte eine Kehlkopfentzündung und teilweise einige Tage lang hatte ich gar keine Stimme und hatte diesen bellenden Husten. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das schon mal hatte. Das ist sehr unangenehm. Da konnte ich auch kein Video produzieren. Sonst hätte ich zwischendurch mal euch ein Lebenszeichen gegeben. Ja, den Tommy muss ich noch mal neu machen. Das wird das dritte Mal, weil wenn ich so viel rausgeschnitten hätte, dann hätte man gar nicht mehr so richtig. Ja, es wäre unstimmig gewesen, sagen wir es mal so. Ich mache das natürlich, keine Angst. Und ich werde auch in Zukunft natürlich wieder versuchen, deutsche Fälle zu machen. Nur meine Lieben, hier in Deutschland wird kaum berichtet. Ich kann froh sein, wenn ich ein, zwei Zeitungsartikel finde. Hier wird das alles unter den Teppich gekehrt, bis auf einige wirklich berühmte Fälle, wo der Druck der Öffentlichkeit so groß war, dass man mehr davon mitbekommen hat. Ich werde dann vielmehr so ein kurzes Video machen. Mehr habe ich leider nicht. Es wird sich beschwert, dass ich auch schon mal kurze Videos mache. Aber das hat den Grund, meine Lieben, dass ich sag mal, ja, nicht so viel Material hatte. Ich kann nur das zeigen, was ich finde und was ich auch mit Quellen belegen kann. Genau. Das mache ich nämlich, wenn ihr bei mir reinschaut. Ihr seht immer die Quellen. Das war auch ein Kritikpunkt. Wie gesagt, ich wollte jetzt auf ein paar Dinge eingehen. Dann habe ich die so für alle abgehakt. Dann sage ich danke für fast 3000 Abonnenten. Ich habe es nicht mehr geschafft, auf 3000 zu kommen. Das ist absolut nicht schlimm. Es geht ja jetzt weiter in diesem Jahr und ihr wisst vielleicht, oder viele, die haben gemeckert, die wissen vielleicht gar nicht, wie viel Arbeit in einem Video steckt. Ich muss recherchieren, das kann ich nur abends machen. Ich habe aber noch einen Job, ich habe einen Haushalt, Tiere, ich habe Menschen, um die ich mich noch kümmern muss. Und dann mache ich eine Storyline, das ist wie ein Drehbuch. Und dann muss ich die Fotos raussuchen, ich bearbeite die. Mach die halt mit Canva für euch, bereite ich die auf und dann kommt der Videodreh. Das Schneiden dauert manchmal einen ganzen Tag wirklich, weil ich muss die Fotos ja einsetzen und ja, das zurechtschneiden. Deswegen machen viele YouTuber es so, dass sie sich nicht zeigen, weil das viel, viel einfacher ist.
Aber das wollte ich nicht von Anfang an nicht. Da kommen wir dazu, dass ich mich jetzt zeigen kann. Yay! Und ja, wie gesagt, das war auch sehr blöd für mich. Aber es hat auch jemand gefragt, wo ich gearbeitet habe. Das kann ich nicht sagen. Wenn derjenige das schon nicht wollte, dass ich mich zeige, und ich rede auch nicht über Ex-Arbeitgeber, das ist nun mal so, dann will er bestimmt auch nicht, dass ich darüber rede. Es war halt im Einzelhandel und Gastro, und das wäre halt nicht so toll gewesen. Der Arbeitgeber muss ja auch einverstanden sein. Du kannst nicht einfach nebenher was machen. Deswegen würde ich auch nie ein Video hochladen, wenn ich krank bin. Denn dann ist meine Hauptpriorität, gesund zu werden. Und es ist nicht richtig, wenn dann die Leute sehen, ach guck mal, ein Video kann sie hochladen, aber arbeiten kann sie nicht. Und es wird dann natürlich auch immer behauptet, wenn man krank ist, ja, das kommt davon, dass du den Kanal hast. Du bist überlastet, lass das doch sein. Das sind nämlich die Hauptgründe, deswegen bin ich auch krank arbeiten gegangen und alles. Oder habe mir Urlaub genommen, wenn ich krank war, ja. Oder habe mir den auszahlen lassen. Das war halt immer noch der Grund, warum ich auch gesagt habe, nee, das machst du nicht. Oh, guck mal, die Gracie. Ja, kleine Maus. Die leistet mir mal wieder Gesellschaft. Ist das nicht schön? So, das zu dem Thema. Dann auf die negativen Reaktionen wollte ich noch eingehen. Und zwar, ich muss hier gerade so ein bisschen gucken, ein paar Sachen muss ich mir doch aufschreiben. Und zwar hatten einige kritisiert mit dem Motto, ach Mensch, schwache Leistung, wieso schaffst du das nicht? Andere schaffen das auch. Wie gesagt, ich habe euch gerade gesagt, was hinter so einem Video steckt. Ach ja, ich vergaß noch. Thumbnail noch machen, hochladen, eure Kommentare beantworten. Ja. Und natürlich auch das Infoblatt ausfüllen. Das kommt alles halt noch mit oben drauf. Also schwache Leistung oder so kommst du nie weiter. Schäbiges Video. Sieh dir mal an, wie die anderen das machen. Du bist peinlich. Waren noch die nettesten Ausdrücke gegen mich. Nimm wieder die Perücke. Du siehst zum Kotzen aus. Zum einen, ihr könnt ja jederzeit woanders schauen. Zum anderen bin ich euch dankbar. Denn dadurch schenkt ihr mir Watchtime, ne? Also bitte macht es nur, schaut es euch an, kritisiert es. Die ganz blöden Kommentare lösche ich einfach, tut mir leid. Oder YouTube macht das auch oft, weil es ist mir gar nicht wert, euch eine Antwort zu geben. Punkt. Und ich muss Prioritäten eben setzen. Erst kommt mein Job, oder vielmehr nein, falsch. Erst kommt meine Familie, dann kommt mein Job und die Gesundheit kommt auch noch ganz oben und dann kommt der Kanal. Das ist nun mal so. Das müssen alle verstehen. Denn ich bekomme nichts hierfür. Und Zeit ist auch kostbar. Und einige meinen ja auch, ich habe hierfür nichts verdient. Wenn ich jetzt das berufsmäßig machen würde, hätte ich ja auch Geld verdient. Oder nicht? Also ich finde das schon relativ frech, dass über mich bestimmt wird, als wäre ich euer Eigentum. Und ihr würdet mich dafür bezahlen. Das ist nicht so. Also das finde ich wirklich. Deswegen bin ich froh, dass das nur Einzelfälle sind und all ihr anderen hinter mir steht und mit mir zusammen diese Durststrecke übersteht. Und wisst, dass wir bald wieder loslegen, sobald ich die Prüfung geschafft habe. Ja. Außerdem könntet ihr auch euren eigenen Kanal starten. Ich gebe euch gerne Tipps. Denn ich habe damals keine anderen YouTuber kritisiert, weil ich mir dachte, meckern kann jeder, ich mache selber einen Kanal. Punkt. So war das und ja, damit bin ich super gefahren und zufrieden, denn so kann ich wenigstens selber was bewegen und ausrichten. Meckern kann jeder, was selber leisten und ändern kann nicht jeder so. Und alle anderen, das ist mir noch wichtig, entschuldigt euch nicht, wenn ihr mir kein Geld geben könnt. Das ist absolut nicht schlimm. Wie gesagt, all das andere, was ihr mir schenkt, ist zehnmal mehr wert, wirklich. Denn diese Reichweite, die ihr mir schenkt, sensibilisiert die Menschen für dieses wichtige Thema und sensibilisiert auch euch. So, eigentlich wollte ich bei 3000 Abonnenten eine Verlosung machen, aber die mache ich jetzt. Ich wollte eigentlich schon eine Weihnachtsverlosung für euch machen und stattfinden lassen, aber die Artikel wurden beim ersten Mal geklaut, die waren weg.
Also die wurden angeblich mir abgegeben, ich war gar nicht da. Und das ist schon sehr oft passiert. Und ich musste erst auf die Nachlieferung warten. Die musste ich dann auch erst, es kamen Beschwerden, es wurde nachgeforscht und die Sachen sind ja nicht gerade billig, also konnte ich nicht sofort neue machen lassen. Denn auch wenn einige jetzt gesagt haben, das machst du ja nur, um dich zu profilieren und zeigen, um dich darzustellen, nein, ich weiß ja nicht, wie ein T-Shirt, eine Tasse, wo ich noch nicht mal drauf bin und wo es um Kindesmisshandlung geht, mich irgendwie darstellen soll. Keine Ahnung, müsst ihr mir erklären. Und ich verkaufe es ja auch nicht. Ich habe es designt zum Verlosen und für mich selber und für die Menschen, die ich sehr mag. Wenn ihr natürlich irgendwann sagt, wir wollen die Sachen doch kaufen, dann würde ich irgendwann überlegen, mir einen Shop zu machen. Da müssten aber genug Leute, weil das ist sehr viel Arbeit. Und ich habe schon genug Arbeit mit der Steuer, denn ich muss ja der Steuer alles melden und mitteilen. Das ist viel Arbeit wirklich. Und wenn noch ein Job dazu käme, wäre es noch mehr Arbeit. Und ich kann mir keinen Steuerberater leisten, ganz ehrlich. Ich muss Rechnungen mir selber schreiben für die YouTube-Einnahmen. Ich muss alles belegen, auch zeigen, was mit den Spenden passiert. Also das ist nicht ohne, wirklich. Und ich kann auch gar nicht mehr zu einem Lohnsteuerhilfeverein gehen. Ich muss jetzt alles selber machen. Und das ist wirklich ätzend. In Deutschland ist das ätzend, ganz ehrlich. Ja, ich zeig das mal kurz. Leider konnte ich dann auch nicht euch präsentieren, was ich designt habe. Aber ich zeig's euch jetzt. Ich blende es auch gleich nochmal ein, damit ihr es besser seht. Und zwar habe ich das gemacht. Das ist ein Hoodie-Kleid vorne mit dem Logo. Hinten mit diesem. Es ist jetzt spiegelverkehrt. Ihr seht das dann aber nochmal auf, ja, auf dem Bild, was ich jetzt gerade dann einblende. Dann hatte ich euch ja schon gezeigt und das ist dann auch schon die Verlosungsware. Ach ja, Tassen, Moment. Das wollte ich euch noch zeigen. Das hier ist sogar noch eingepackt, weil es ja jetzt erst kam. Also der Drops war gelutscht. So, meine Lieben. Ich habe selber noch nicht mal reingeschaut, ob es jetzt korrekt war. Ich wollte sofort reagieren. So, nicht, dass die jetzt kaputt ist und ich habe gar nicht nachgesehen. So, meine Lieben. Das war die Weihnachtstasse, die ich leider nicht verlosen konnte. Hinten mit unserem Motto, ne? Schenkt euren Kindern ein gewaltfreies Fest, denn Liebe kann sich jeder leisten. Das ist so unser Feiertagsmotto. Das ist die erste Variante. Moment, live auspacken, yay! Und hier ist die zweite. Ja, da muss ich mal gucken, ob ich den, jetzt sehe ich das jetzt erst. Da müsste ich mal schauen, ob ich den Hintergrund vielleicht noch dunkler mache. Aber ich glaube, ist gut so. Was meint ihr? Das ist die zweite Variante, wieder der gleiche Spruch. Genau. Außer, wenn jetzt einer von euch sagt, Leute, ich stelle euch nämlich zur Auswahl, was für eine Tasse ihr dann möchtet. Ihr könnt ein T-Shirt bei mir gewinnen, ihr könnt eine Tasse gewinnen. Das T-Shirt, das kann ich auch dann, wenn ihr es möchtet, ja, ich sag mal, mit eurem Namen versehen. Und ihr könnt euch auch aussuchen, was für ein Motiv vorne und was hinten drauf soll. Ihr hattet ja schon gesehen, wie gesagt, dem Täter die Krallen zeigen. Und hinten steht nochmal unser Motto: Seht ihr etwas, greift ein. Wisst ihr etwas, dann meldet es. Macht euch nicht zu Mittätern, indem ihr nicht handelt. Und das mit der blauen Schleife gegen Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung. Ebenso mit diesem hier. Das wäre jetzt eine dunkle Variante, damit ihr ja schon mal so seht. Ne? Hier das gleiche. Seht ihr es? Aber ich lese es euch nochmal vor, weil es ist ja spiegelverkehrt. Ich blende es zwar ein. Liebe Crime Cats, es braucht nur eine Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um das Leben eines Kindes zu retten. Sei du dieser Mensch. Ja, wie soll das jetzt auf mich? Ich weiß nicht, wie soll das mich profilieren? Keine Ahnung. Wenn mich jetzt einer, es hat mich schon einer angesprochen.
Ach, da geht es um Kindesmisshandlung. Was ist das denn? Was ist denn das mit der Schleife und so? Ja, deswegen habe ich das gemacht, weil ich halt allen zeigen wollte, ja, was mir am Herzen liegt. Anstatt einen Markennamen zu tragen, trage ich halt das. Gut, so what? Jetzt wisst ihr das schon mal. Also, wie gesagt, es werden zwei T-Shirts verlost. Ich zeige euch nochmal schnell die anderen Tassen, die eigentlich verlost werden sollen. Außer ihr wollt, wie gesagt, ich stelle euch frei, was ihr da gewinnt. Das waren ja die anderen Varianten, ne? Genau das gleiche, immer vom Text her. Einmal in Schwarz und einmal für die Mädels in Rosa. In Rosa. Was sagst du, Gracie? Rosa? Ja? Okay, ist nichts drin. Und jetzt kommt noch was. Ich habe zusätzlich noch ja Kissen designt, ne? Also ein Kissen verlose ich auch. Und zwar habt ihr ja schon gesehen, so sehen die aus. Da habe ich damals nicht hinten drauf drucken lassen. Und so. Ist übrigens Werbung. Werbung für etwas, das ihr nicht kaufen könnt. Ne? Ich sag's mal lieber vorher so, ne? Ihr könnt es nicht kaufen, also ist das auch keine Verkaufsveranstaltung hier. Ich wollte es euch nur stolz präsentieren, weil ich habe es ja selber alles gemacht. Auch noch. Und wollte eure Meinung auch wissen. Und wie gesagt, ich habe es designt zum Verlosen. Und für mich. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass jemand Interesse hätte, das zu kaufen. Das ist wirklich meine Meinung. So, dann habe ich ein Weihnachtskissen gemacht. Guckt es euch an. Das kam auch erst jetzt. Aber hier mit Vorder- und Rückseite. Und ich habe ein Kissen designt. Und zwar das hier. Und zwar steht da Rocky Wish Sweet Dreams. Und Gracie Wish Sweet Dreams. Seht ihr es? Ein Schmusekissen mit den Crime Kids, wo sie euch gute Nacht wünschen. Nur von Scarlett habe ich noch kein schönes Bild gefunden. Also ich finde es süß. Ne? Oh, kuschel, kuschel. Ja, ihr könnt dann entscheiden, was ihr möchtet, wenn ihr gewonnen habt. Ich mache das dann auch live demnächst, diese Auslosung. Und ich hoffe, es kommt gut an bei euch. Und wie gesagt, ich kann auch euren Namen dann draufsetzen. Ne? Also ist gar kein Thema. Ihr könnt wirklich ein individuelles Produkt gewinnen. Ich design das dann für euch. Also ihr kriegt es so, wie ihr es haben wollt. Ja, also ich blende gerade noch mal ein, dann was es zu gewinnen gibt und ja, was ihr machen müsst. Aber ich sage es jetzt schon mal mündlich für die Leute, die gerade das Video nicht schauen, sondern nur hören. Ihr schreibt unter dieses Video einfach oder auch noch, ja, schreibt es am besten unter dieses Video. Krallen zeigen. Jeder, der die Sachen möchte, schreibt Krallen zeigen. Und ist dann mit bei der Verlosung. Die werde ich dann live machen. Ich schreibe dann Zettel und wir losen das live aus. Und dann schreibe ich euch an und dann sagt ihr mir, was oder wie ihr es haben wollt. Ne? Das kommt von mir. Das schenke ich euch, weil ihr so toll seid. Und ja, das dafür, wie soll ich sagen? Haben mein Mann und ich lieber uns nichts geschenkt zu Weihnachten, ist eher alles so teuer. Ich wollte euch verschenken. Das ist mir wichtig, wirklich. Und ich möchte nochmal der Ivy ein wenig Aufmerksamkeit schenken. Das ist nämlich eine Person, ich bin so froh, dass ich sie über YouTube kennengelernt habe. Weil es ist so selten, dass andere YouTuber dir was gönnen und sich mit dir austauschen. Sie ist wirklich eine super tolle Freundin geworden und sie ist ein so toller Mensch und ich bitte euch, unterstützt sie, unterstützt sie. Sie war auch die letzte Zeit ein bisschen krank, das ist wirklich nicht so schön. Sie hat auch 4 Katzen und ja, sie weiß auch, was es heißt, schon vielleicht Gewalt und nicht so schöne Zeiten mitgemacht zu haben. Und durch die Reichweite nur können vielleicht Hinweise kommen. Lasst nicht zu, dass diese Menschen vergessen werden. Sie kämpft dafür und wir sollten auch dafür mitkämpfen, ne? Also, bitte, 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 schaut es euch an, teilt es euch. Sie ist klasse, wirklich. Ebenso natürlich grüße ich alle anderen Kollegen, ne?
ich sag mal, die mich vorher begleitet haben, mich persönlich, wo ich noch keinen Kanal hatte, sei es jetzt Insolito oder Kati Winter oder ja, es sind so viele. Ich kann sie alle gar nicht aufzählen. Oder Lias Crime Time. Ja, vielen lieben Dank. Oder Zappenfinster, ihr seid alle auch großartig und YouTube ist groß genug, dass für uns alle was dabei ist oder für jeden auch genug Platz da ist. Ich finde, die anderen muss man auch unterstützen können und gönnen können, genau. Ja, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu konfus, da ich kein Drehbuch habe. Ich würde das mal zwischendurch öfters so machen. Ihr könnt ja sagen, wie ihr es findet. Seht mal. Keine Zeit gehabt, ich habe immer noch meine Weihnachtsnägel. Die waren aber auch so schön. Ich bin noch nicht mal an Weihnachten leider zur Familie gekommen, weil ich immer noch fast krank war. Wollten wir nichts riskieren, also wurde es ein sehr, aber kein einsames Fest. Ich habe hier meine kleinen Mädchen und meinen kleinen Rocky. Ja, guckt so euch an. Oh. Ja, heute habt ihr mal richtig viel Katzenwatch-Time. Und ja, deswegen war ich natürlich nicht einsam. Silvester auch schön zu Hause gefeiert. Erzählt mir doch, wie euer Silvester war und was ihr euch fürs neue Jahr wünscht. Das würde mich so interessieren. Ich lese auch alles. Teilt das doch mit uns. Das wäre so schön. Ja, die Tiere haben ja generell immer ein bisschen Angst an Silvester. Deswegen würde ich nie woanders hingehen feiern. Wer mit mir feiern will, muss zu mir kommen. Aber wir sind da eh so die Ruhigen. Mein Mann muss da arbeiten. Ja, an Silvester und am Neujahr. Also wir sind dann auch schon um 4:30 Uhr aufgestanden. Ich stehe immer mit auf, weil morgens erledige ich den Haushalt, kümmere mich um die Tiere, bereite schon mal das Essen vor für später. Ich koche ja auch. Das ist ja auch noch sowas. Ich kann mir Essen gehen nicht leisten. Ihr auch nicht. Und ich bin ja eigentlich eine gute Köchin und ich ärgere mich nur, wenn ich dann Geld ausgebe und hätte es, ich sag mal, ich behaupte, ich bin eine gute Köchin. Natürlich ist das nur so eine Mutmaßung auf die Aussagen hin von anderen Leuten. Also, und ich ärgere mich dann, wenn ich weiß, wie viel Arbeit etwas Frisches ist zu kochen und ich gehe dann essen und merke, da ist ja gar keine Arbeit reingesteckt worden. Deswegen gehe ich immer ganz gern zum Chinesen, Mongolisch. Und ja, da kann man sich selber nehmen und so, genau. Aber auch nicht so oft wegen dem Geld und weil ich lieber mit meinen Kindern zusammen esse. Na, auch guck mal, jetzt hat sie sich. Oh, ach, wie schön. Es freut mich richtig, dass ihr jetzt mal was von der Gracie ein bisschen mehr habt. Ich hoffe, ich habe jetzt euch nicht zu lange in Beschlag genommen. Und ich habe mich nicht zu viel versprochen. Wie gesagt, das ist jetzt einfach eine spontane Sache gewesen. Ich versuche das jetzt schnell hochzuladen, zu schneiden, weil ich muss gleich schon wieder in den Unterricht. Der ist von 8 Uhr bis 16:30 Uhr. Und man hat ja auch noch andere Termine. Ich muss jetzt auch immer noch zum Zahnarzt und andere Sachen machen und lernen jeden Abend. Und deswegen ist meine Zeit so knapp bemessen. Aber ich wollte euch trotzdem meine Zeit jetzt ein bisschen schenken. Und ja. Euch das alles so ein bisschen begründen und natürlich auch auf viele Sachen eingehen, die ihr so gefragt habt oder kritisiert habt. Und ja, ich habe noch eine Kleinigkeit für euch. Und zwar nach diesem Video jetzt oder jetzt direkt im Anschluss kommt nochmal ein Outtake. Die Idee ist mir jetzt erst gekommen und beim letzten Video, auch weil ich mich jetzt nicht mehr verstecken muss, gab es ein tolles Outtake und das lasse ich jetzt gleich nochmal für euch laufen, ist vom letzten Video. Ihr dürft euch schon freuen, nagelt mich nicht drauf fest, wann Tommys Fall kommt, aber relativ schnell, denke ich. Ich werde mich bemühen. Und ihr kennt jetzt so ein bisschen mehr von mir. Ich hoffe, es hat euch nicht abgeschreckt, so meine Aussagen. Und ihr seid immer noch bei den Crime Cats, ein Teil unserer Crime Cats Familie. Nochmal danke. Macht's gut, meine Lieben. Ich hab euch alle ganz doll lieb und ja, vielen lieben Dank. Mach's gut. Tschüss. Mach's gut, ihr Lieben. Tschüss. Bleibt gesund. Tschüss. Hallo, meine Lieben. Heute geht es um das Schicksal von Thomas, Anthony und Andrew Valver, von denen einer der Brüder leider sein Leben lassen musste und erfror, damit die anderen
gerettet werden konnten. Es geht aber auch um den Kampf einer unglaublich starken Löwenmutter, und zwar der Justina Zubkovalva. Oh Mann, jetzt muss ich nochmal starten. Das ist ein Outtake, aber was für einer. Ja, ist das ein Outtake? Ist das ein Outtake? Das ist ein erstes Outtake. Okay, das ist ein Outtake. Das habe ich andauernd, das seht ihr nur nie. Dass dann auch gestritten wird, wer hier liegen darf. Okay, meine Lieben, da müssen wir wohl nochmal starten. Jetzt da? Jetzt da? Das ist ein Outtake vor dem Herren, aber wirklich. Outtake vor dem Herren? Ein Outtake vor dem Herren? Mit denen hat man nur Spaß, ich sage es euch. Ne? Ihr seid mein Seelenheil, seid ihr? Ja, jetzt ist sie weg. Ja, so. Jetzt muss ich aber anständig nochmal drehen. Entschuldigt bitte.